Hallo, danke, dass du meinen Kanal besuchst. Auf YouTube heutzutage gibt es sehr viel Information über den Gauschwung. Ich finde die Tipps zum Großteil super interessant. Die werden immer besser und man kann wirklich davon lernen. Aber ich kann auch meinen Schülern verstehen, wenn sie sagen, dass sie ein bisschen verwirrt sind. Die gucken die Videos gerne an, dann probieren sie die aus und dann am nächsten Tag gibt es ein neues Video, probieren sie aus und dann kommen sie ein bisschen durcheinander. Damit du von YouTube profitieren kannst, möchte ich dir hier auf Wonochi Golf was anbieten. Wenn du eine Frage über den Golfschwung oder über das kurze Spiel hast, dann schreibe bitte unter dem Video in den Kommentaren deine Frage, egal was es ist. Und ich werde deine Frage hier auf diesem Kanal beantworten. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die Robert mir per E-Mail geschickt hat. Robert, danke für deine Frage. Du wolltest wissen, wieso ich vor dem Schlag etwas mit dem Handgelenken mache. Ich mache eine Art Waggle. Hat es einen Grund? Ist es Teil des Schwunges? Möchtest du wissen? Ich kann dir sagen, dass ich das mache, seitdem ich Kind bin. Wenn ich überlege, warum ich das tue, ich vermeide dadurch einen zu festen Griff. Außerdem, was man nicht so sehen kann, ich bewege meine Füße ganz leicht. Ich gebe eine leichte Verlagerung. So wie du siehst, ich mache eine kleine Schwungbewegung. Das ist eine kleine Vorbereitung. Und jetzt habe ich einen schwierigen Schlag von diesem matschigen Boden hier in der Türkei mit meinem Eisen 4. Und ja, dieser kleine Waggle hilft mir für solche Situationen. So bitte schicke mir deine Fragen per E-Mail oder unter diesem Video in der Beschreibung und ich freue mich, dir zu helfen.